Ja, liebe Freunde, liebe Freundinnen, liebe Fest- oder Weihnachtsmarktgäste, ich bin hier für die Gruppe Bürgerinnenasyl Regensburg. Bürgerinnenasyl Regensburg hat sich vor 5 Jahren gegründet und ist seit 2019 aktiv. Was machen wir? Wir versuchen, Menschen, geflüchtete Menschen, die eigentlich abgeschoben oder weggeschickt oder deportiert werden sollen, im letzten Moment sozusagen, bevor sie uns verlassen müssen, zu versorgen und unterzubringen. Dafür haben wir ein Soli-Zimmer, das für die Notfälle zur Verfügung steht. Und es ist uns gelungen, in den letzten 4 Jahren eine Reihe von Geflüchteten tatsächlich vor der Abschiebung zu bewahren und sie nach unserem Grundsatz, kein Mensch ist illegal, in Regensburg bzw. in Deutschland zurückzubehalten. Wir haben diesen Grundsatz, kein Mensch ist illegal, so verstanden, dass wenn Gesetze gegen die Menschenwürde und gegen die Menschenrechte verstoßen, wir aufgefordert sind, die Menschenrechte siegen zu lassen. Es gibt keinen Grund, gegen die Menschenwürde und gegen die Menschenrechte zu verstoßen, obwohl dies seit vielen Jahren bzw. vielen Jahrzehnten üblich ist. Wir haben zurzeit erlebt oder wir erleben zurzeit, dass Nationalismus, Militarismus, Rassismus und Krieg zurückgekehrt sind nach Europa, nach Deutschland, in der ganzen Welt. Und man fragt sich, warum ist das so gekommen? Und ein wichtiger Gesichtspunkt ist die Tatsache, dass wir mit einem Demokratiebegriff konfrontiert werden. Ich muss gerade mal schauen, ich habe mir das aufgeschrieben, wie dieser Demokratiebegriff aussieht. Also die Demokratie des Westens und Deutschland ist eine besitzbürgerliche Demokratie, in der die Mehrheit, die Interessen der Mehrheit, die Interessen der Mittelschicht die Politik bestimmen. Das heißt, Menschen, die kein oder zu wenig Interesse an Besitz und Konsum haben, oder Menschen, die nicht produktiv sind, zum Beispiel Kinder, Alte, Behinderte, Flüchtlinge, werden im politischen Prozess nur dann berücksichtigt, wenn ihre existenziellen Grundbedürfnisse sich in profitable Geschäfte umwandeln lassen. Die Interessen der Mehrheit der deutschen Bevölkerung sind geprägt
durch Konsum und Unterhaltungslust, durch schieren Egoismus, Geiz und einen wirklich unfassbaren Stolz auf deutsche Abstammung und Herkunft. Eine Demokratie dieser Ausprägung ist wirklich das Letzte, was eine globale menschliche Gesellschaft gebrauchen kann. Eine richtige, eine fortschrittliche und supranationale Demokratie lässt sich nur mit fortschrittlichen, aufgeklärten und global denkenden Menschen gestalten. Bis dahin ist es noch ein sehr weiter Weg. Und die deutsche Elite in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sorgt dafür, dass der Weg immer länger wird. Trotzdem, wir sollten den Mut nicht verlieren, denn es gibt Unterstützung. Unterstützung speziell für Bürgerinnenasyl durch dieses große übernationale Konzept der Sanctuary City, das zum Beispiel der Philosoph Daniel Loik so beschreibt. Ich zitiere: Die Politik ist ein Ansatzpunkt, die Politik von Sanctuary Cities ist ein Ansatzpunkt. Wir wollen Zufluchtsorte sein. Sanctuary Cities sind ein Ansatz, soziale Infrastruktur nicht mehr an den Rechtsstatus zu knüpfen, konkret etwa medizinische Grundversorgung oder Internet. Beides sollte man als Gemeingüter begreifen, die allen zur Verfügung stehen, unabhängig davon, wer sie sind und woher sie kommen. Kostenloses WLAN könnte eine Stadt einfach und kostengünstig umsetzen und würde damit ein zentrales Grundbedürfnis vieler Geflüchteter, die sich in der Stadt aufhalten, aufgreifen. Gleiches gilt für die Gesundheitsversorgung. Erhältlich ohne Pass oder Versicherungskarte. Für solche lokalen Lösungen müssen dann eben auch auf nationaler Ebene die Voraussetzungen geschaffen werden. Ich sehe, sagt Daniel Loik, unsere Aufgabe darin, alle staatlichen Ausschlussmechanismen und Einschränkungen der Bewegungsfreiheit, ob in Form von Frontex oder Deportation, alle Formen der Dehumanisierung und Degradierung, wie in den Lagern, überall zurückzudrängen, wo auch immer wir können. Ich freue mich, dass hier so viele Gruppen sich bereit gefunden haben, dieses Ziel mit uns zusammen zu verfolgen. Und ich denke, auch wenn wir eine Minderheit sind, wir werden Erfolg haben, weil es ist nicht auszuschließen, dass die herrschende Politik, die eine kapitalistische Politik ist, an ihren eigenen Widersprüchen scheitern wird. Und dann wird es eine fortschrittliche und moderne und zukunftsträchtige Gesellschaft geben. Danke euch.